An einem Tag Ende Mai ruft der Vorstand der Waldnachbarschaft in Bladersbach die Mitglieder mit einem Hornsignal zu der gemeinschaftlichen Arbeit im Lohwald zusammen. Hier in Bladersbach, einer Ortschaft der Gemeinde Waldbröl, besteht eine der drei letzten Waldnachbarschaften des Bergischen Landes. Ähnlich wie bei den Haubergsgenossenschaften des Siegerlandes und den Jahnschaften des Kreises Olpe ist das Lohschälen eine für die Nachbarschaft charakteristische Frühjahrsarbeit. Die Gewinnung der Gerberlohe stellte bis in die 60er Jahre eine zusätzliche Erwerbsquelle dar. In den Statuten heißt es: Um die Zeit und Stunde, wo dies geschehen soll, wird ins Horn geblasen. Und es hat sich jeder, der sich daran beteiligen will, vor Verlauf einer halben Stunde auf dem Sammelplatz einzustellen. Nach diesem Satzungsprotokoll von 1853 wurde das gemeinschaftliche Lohschälen noch einmal aufgenommen. Das zum Lohschälen geeignete Niederwaldstück ist ein Eichenstockwald. Der unbrauchbare Aufwuchs ist im Winter zur Brennholzgewinnung von der Nachbarschaft herausgeschlagen worden. Die im Film gezeigten, gemeinschaftlich ausgeführten Arbeiten der Waldnachbarschaft stellen eine Rekonstruktion aufgrund der älteren Statuten dar. Die Statuten regelten bis in die 60er Jahre die zur Lohgewinnung erforderlichen Arbeitsabläufe. Auf die Luch aus geht heute. Oh, denk ich nur doch. Kalt, kalt. So, dann, wir haben alles geschält für ein paar Tage. Das zum Schälen der Eichenstangen nötige Werkzeug, wie Stängelsmetz und Lohschälmesser mit Ritzer und Lohlöffel, sowie Lohhammer und Beil, bringen die Männer zur Arbeit mit. Dieses spezielle Werkzeug ließ man sich beim Dorfschmied anfertigen. Vor Beginn der Schälarbeiten muss man die hakenförmig gebogene, spitz zulaufende Klinge des Lohschälmessers mit dem Wetzstein schärfen. Hat er sich mit dem Daumen von der Schärfe des Ritzers überzeugt, setzt der Mann zum Schälen der Rinde an. Der zum Lohschälen günstigste Zeitpunkt ist Ende Mai, Anfang Juni. Zu dieser Zeit treiben die Bäume aus. Der Höhepunkt der Vegetationsperiode ist erreicht. Und die Konzentration an Gerbsäuren in den äußeren Rindenschichten ist jetzt am intensivsten. Die in der Eichenrinde enthaltenen Gerbsäuren bewirken die Umwandlung tierischer Häute in Leder. Der mit Eichenrinde durchgeführte Gerbprozess wird Rot- oder Lohgerberei genannt. Um die Rinde möglichst großflächig schälen zu können, entfernt man zunächst die kleineren Zweige mit dem Beil. Das eigentliche Schälen beginnt dann mit dem Anreißen der Rinde. Mit der Klinge des Lohschälmessers schlitzt der Mann die Rinde des Baumes von unten nach oben der Länge nach auf. Mit dem am anderen Stielende befestigten runden, löffelförmigen Arbeitsteil, dem sogenannten Lohlöffel, fährt er zwischen den Stamm und die Rinde. Auf
diese Weise löst er die Rinde und hebt sie Stück für Stück vom Stamm ab. Wenn die Lohe gut geht, wie die Bladersbacher sagen, löst sich die Rinde ohne Schwierigkeiten mit einem krachenden Geräusch vom Stamm. Die beste Lohe erhält man aus der silbrigen Rinde junger Eichenstangen. Die borkige Rinde am Unterteil der Stämme ist von geringerer Qualität. Einschnitte an den unteren und oberen Enden der Rindenstücke erleichtern die Schälarbeiten. Sowohl das Lohschälen als auch das Ausholzen der Lohschläge im Winter wurde von den Mitgliedern der Waldnachbarschaft als Gemeinschaftsarbeit durchgeführt. Im Laufe der Zeit hat sich diese Arbeitsorganisation jedoch geändert. Die gemeinschaftliche Nutzung des gesamten Jahresschlages ist längst der Bearbeitung kleinerer Waldstücke von einzelnen Nachbarschaftsmitgliedern gewichen. Bei der Einzelnutzung müssen die Waldarbeiten innerhalb einer bestimmten Frist abgeschlossen sein. Die Länge dieser Frist und die Größe der zur Bearbeitung freigegebenen Fläche wird vom Vorstand der Waldnachbarschaft festgelegt. Gott, was hat die Geld nicht? Ja, wie kann ich denn nicht kommen? Die hat hier der Äste. Ah, das stimmt, das ist der Äste. Ja, dann hast du sie auch faul. Ja, da, wie geht, da, geht die besser da? Ja, die geht prima. Ja, ja. Boah, ich hau sie ab. Ja, hau sie ab. Sind die unteren Enden der Bäume bis in erreichbare Höhe geschält, fällen die Männer die Eichenstangen. Mit dem Beil entasten sie dann die Spitze des gefällten Baumes. Mit Hilfe zweier Astgabeln bocken die Waldnachbarn sodann den Stamm auf. Den liegenden Stamm können die Männer jetzt problemlos in voller Länge schälen. Die Bladersbacher Waldnachbarschaft nutzte den gemeinschaftlichen Waldbesitz 1964 das letzte Mal zur Lohgewinnung. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts vermehrt billige tropische Hölzer nach Europa gelangten und in der Lederindustrie zunehmend chemische Gerbstoffe eingesetzt wurden, wurde die Gerbung mit Eichenlohe unrentabel. Die letzte Gerberei Waldbröls musste zu Beginn der 60er Jahre die Lederproduktion endgültig einstellen. Ja, da hätte ich gedacht, dass die Hütte so gehangen hätte. Nee, das hätte ich auch nicht. Oh.
Bei dünneren Hölzern und den Spitzen der Losstangen kann es erforderlich sein, dass die Rinde mit dem Lohhammer losgeklopft werden muss. Die dünne, leicht reißende Rinde lässt sich so einfacher mit dem Lohlöffel schälen, da sich die Rindenfasern durch das Klopfen vom Stamm lösen. Durch einen besonderen Schnitt beim Fällen der Stämme erreicht man, dass Stamm und Stumpf der Lohschälstangen durch einen Splint verbunden bleiben. Das untere Ende des Stamms trägt sich auf diese Weise selbst und die Waldnachbarn müssen nur die Spitze aufbocken. Sowohl die Rinde der Stammspitzen als auch die der jungen Eichenstangen war bei den Gerbern besonders begehrt. Im Gegensatz zu dieser besonders dünnen Rinde war die abgestorbene äußere Borkenschicht, die mit der Stärke des Stammes und dem Alter der Bäume zunimmt, für die Gerbung weniger geeignet. Obwohl es in den Statuten der Nachbarschaft heißt, dass Frauenzimmer und Knaben unter 17 Jahren nur in besonderen Fällen zur Waldarbeit zugelassen werden, war das Schälen der Spitzen und Äste in Bladersbach auch Frauenarbeit. Den Statuten entsprechend werden die Arbeiten im Film ausschließlich von Männern ausgeführt. Hat man die Stangen geschält, wird die Verbindung zwischen Stumpf und Stamm mit der Axt durchtrennt. Die getrockneten Lohstangen nutzte man hauptsächlich als Brennholz. Sie fanden aber auch als Weidezaunpfähle Verwendung. Die Waldnachbarn trockneten dann die geschälte Eichenrinde auf einem an Ort und Stelle errichteten Gerüst, für dessen Aufbau man ebenfalls geschlagene Lohstangen nutzte. Die Gerüststangen dieser sogenannten Ricke werden mit frischen Birkenzweigen verbunden. Die frischen Zweige zeichnen sich durch besondere Elastizität aus. Um ihre Biegsamkeit noch zu erhöhen, werden die Zweige in sich gedreht. Mit ihnen befestigen die Waldnachbarn die auf einer 1,30 Meter hohen Querstange aufliegenden Längsstangen des Gerüsts. In gleichmäßigen Abständen und einheitlicher Höhe spalten sie dann Splinte von den Längsstreben ab. Weitere Querstangen werden hinzugefügt. Die Splinte halten die Querstangen des Gerüsts.
erklären. Bei dem Beladen des Gerüsts achten die Bladersbacher besonders darauf, die Rindenstücke nicht zu dick und zu dicht zu lagern. Um die Lohe möglichst gleichmäßig zu trocknen, müssen Wind und Luftzug ungehindert an die Lohe herankönnen. In Bladersbach schälte man im Durchschnitt 12 bis 15 Zentner Lohe pro Parzelle. Dabei konnte eine Person etwa 1,5 Zentner pro Tag ernten. Für die Gerbung von einem Kilogramm Haut benötigten die Gerber jedoch bis zu 10 Kilogramm Eichenrinde. Die Rindenstücke schichtet man schindelartig übereinander. Die gewölbte, borkige Seite zeigt nach oben, der Rindenschnitt nach unten. Diese Anordnung ermöglicht ein besseres Ablaufen des Regenwassers. Da eindringende Feuchtigkeit zum Verschimmeln und Auslaugen der Lohe führt, kürzen die Männer die Rindenstücke, um so stauender Nässe am Boden vorzubeugen. Nachdem die Mitglieder der Waldnachbarschaft die Schälarbeiten abgeschlossen haben, zerkleinern sie die Zweige und Äste. Hierfür verwenden sie ein sichelartiges, zum Holzschlagen geeignetes Arbeitsgerät, das Stängelsmetz. In Bladersbach nutzte man das Reisig zum Anfeuern der Herde und zum Anheizen der Backöfen. Wiederum mit frischen, gedrehten Birkenzweigen binden die Männer die Reisigbündel an beiden Enden zusammen und bringen sie an den Rand der Parzelle. Dort werden die Schanzen vor dem Transport ins Dorf gesammelt. Zusammen mit den Lohstangen und dem im Winter ebenfalls in Gemeinschaftsarbeit geschlagenen Brennholz laden die Männer die Reisigbündel auf einen Wagen. Mit einer Kette, die über die Ladung geworfen und auf der gegenüberliegenden Seite des Wagens befestigt wird, sichern die Männer die Ladung. Mit einer Losstange wird die Kette um einen Pfahl gedreht und festgezurrt. Die Lohe trocknete je nach Witterung 5 bis 10 Tage. Die Waldnachbarn fassen die getrockneten Rindenstücke zu etwa 50 Pfund schweren Bürden zusammen und binden sie, wiederum mit Birkenzweigen, an den beiden äußeren Enden und in der Mitte des Bündels zusammen. Abnehmer für die in Bladersbach geerntete Lohe waren 4 Gerbereien in Waldbröl, die Lohe ankauften. Aus dem Erlös zahlte der Vorstand den in den Statuten festgesetzten Schällohn an die Mitglieder der Waldnachbarschaft. Den Rest verwendeten sie für die Bezahlung der Nachbarschaftssteuer. Den Preis für die Lohe setzten die Gerber fest. Sie bezahlten nur einen Teil der Lohe mit Geld.
den Rest in Naturalien. Für einen Zentner Lohe erhielten die Bladersbacher dann 2 Pfund Sohlleder oder 1,5 Pfund Oberleder. Alle im Frühjahr anfallenden Tätigkeiten wie Ausholzen, Lohschälen, Schanzenbinden und Brennholz sammeln erfordern Sachkenntnis und einen hohen Arbeitsaufwand. Eine Waldnutzung ganz anderer Art, mit der die Bladersbacher ihre Kinder erfreuten, zeigt sich an der Herstellung des Wald- oder Maihorns. Es steht schon hier, wo wir alles sehen, auf die geht. Dieses aus Rinde gefertigte Instrument brachten die Waldnachbarn ihren Kindern als Spielzeug mit nach Hause. Gut, komm, hau mal den Acht, da kann ich ja besser dran. Ja, ja. Oh, denn du, jo. Oh. Oh, wie genommen. Oh. Ich habe jetzt rumgelaufen. Sei doch kein Fester. Aber ich habe noch kein Fester, geht das besser. Ich fest, ja. Die Rinde einer Erle wird auf einer Länge von etwa 1 Meter spiralförmig eingeschnitten. Wenn die Rinde im Frühjahr besonders gut geht, wie die Waldnachbarn sagen, ja, lässt sie sich ohne Schwierigkeiten vom Baum ablösen. An ihm noch Zeit nicht, dass er kaputt geht. Die im ganzen Stück abgewickelte Rindenspirale bildet später den Klangkörper des Horns. Doch noch irgendwie. Oh! Als Mundstück dient die sogenannte Fuppe, eine auf rund 15 cm Länge zugeschnittene Weidenrute. Während sie präpariert wird, entsteht der übrige Teil des Horns durch Aufwickeln der Rinde mit Hilfe eines Rundholzes. Dabei ist es wichtig, die Windungen stetig zu vergrößern, sodass der Resonanzkörper eine konische Form erhält. Zum Fixieren der sich knapp überlappenden Spiralen werden Nägel verwandt. Früher benutzte man hierfür spitze Holzstäbchen oder Dornen. So, gut, jetzt kannst du erst die Fuppe bringen, oder? Ja. Und wir sehen, ob das klappt. Mit dem eingesetzten Mundstück ist das Waldhorn fertig und kann ausprobiert werden. Bis in die 40er Jahre war das Sammeln von Waldlaub als Streueinlage im Stall üblich. Auch Farnwedel, Moos oder Strohreste konnten dieser Unterlage beigemischt werden. Später löste die ausschließliche Verwendung von Stroh diese Waldnutzung ab. Die hier dokumentierte Arbeit verweist auf die alte Form der Gewinnung von Streumaterial. So, komm los, wir müssen durchholen, dann tun wir durchvoll machen. Mit einem hölzernen Rechen wird das Laub zusammengehakt. Daneben ist es aber ebenso wichtig, Astreste vom Waldboden zu entfernen, die für die Stalleinlage unbrauchbar sind. Zum Aufhäufen des Laubes dient das sogenannte Krauttuch. Und dann machen wir zu, ne? Ja. Haben wir das für ein paar Tage, wie recht. Ja.
So, jetzt hör mal auf. Dann denkst du zurück an den Schubka. Ja. Das etwa 6 Quadratmeter große Sackleinentuch knüpft man mit Hilfe zweier Kordeln zusammen, um den Transport zu erleichtern. Die Krauttücher wurden hauptsächlich zum Futterholen auf dem Hof gebraucht. So, haben wir das so machen, wa? So, mir hat noch ein bisschen, ne? Auch die Streugewinnung ist in den Statuten der gemeinschaftlichen Waldnutzung geregelt. Das Protokoll der Bladersbacher Nachbarschaft von 1853 gibt genaue Anweisung über die Verteilung des Schlages. Zur Reinigung des Schlages von Streu und Stängeln soll einem jeden sein Stück hingegeben und der betreffende Schlag von dem Vorstande vor und nach verteilt und verlost werden. Aus diesem Zitat geht hervor, dass der Jahresschlag zur Streugewinnung entsprechend der Mitgliederzahl verteilt wurde. Die Satzung der Waldnachbarschaft verpflichtete die Mitglieder zur Bearbeitung ihres gelosten Waldstücks. Andernfalls hatten sie keinen Anteil am Ertrag. Das Räumen des Waldes sollte bis Johanni beendet sein. Nach dem Erhalten des Loses musste jedes Mitglied 6 Pfennige an den Vorstand entrichten. Die Streugewinnung reiht sich in die jahreszeitliche Abfolge der Waldarbeiten ein. Im Winter wurde der Wald ausgeholzt. Dann folgte im Frühjahr das Losschälen und das Fällen der Stangen. Diese nutzten die Waldnachbarn als Brennholz. Während des Sommers schloss sich die Streugewinnung an. Zur Reinigung des Waldes, wie das Protokoll bemerkt. Im Spätsommer wurde der Schlag erneut aufgeforstet. Am 16. April 1990 tritt ein neues Waldgesetz in Kraft. Damit erlöschen die traditionellen Rechtsformen der Nachbarschaft. Soll die Berechtigung an der Waldnutzung weiter bestehen, so muss sich die Bladersbacher Nachbarschaft in einer Genossenschaft neu formieren. Es bleibt die Frage, ob die gemeinschaftliche Waldarbeit nach dieser Änderung fortbestehen wird.